ihr das noch nicht wusstet, ich bin dreisprachig aufgewachsen, also Deutsch, Englisch. Und, aber das kommt so von der Seite meiner Mutter, Elbisch. Und ich möchte euch gerne jetzt noch ein Lied aus meiner elbischen Heimat vorsingen, der Heimat meiner Mutter. Hananon frei, Hananon tor, Hananon frei, Hananon frei, Hananon frei, Hananon tor, Hananon frei, Hananon frei. Enisho, Enisho, Nania, beweisen Sereus, Sedumsur, Bas, Sintuseri, Bui multiple choice, Fragen, Antworten, klingt die sehr, aber so, so, denn er ist in Garna, in Fragen. Has fara dilten, bitos, in as, vielleicht sogar as tat. Ihr Chin denkt, sin für has gefunden, hasen ihre Gari, feuer, antworten, bas, bus, bus, bas. Ich Chin armin fahren, sin bekommt da, wann ich, husin seiden, win runda, i anderen, tun a teilien an tei. Verschaas, ist in der Stadt der Frau Hans. Wow. Es geht los, ihr Lieben. Bei einer meiner vielen USA-Aufenthalte in der vergangenen Zeit. What? Ey, was? Müssen wir denn, was machen wir denn jetzt? Hä, hey, Moment. Wir wissen ja nicht, was wir machen müssen. Ich habe es gerade eben genau erklärt auf Elbisch. Ich habe es gewusst. Das ist jetzt du Arschkrampe. Also nochmal, pass auf, hör zu. Wie könnte ein Song über eine Reise nach Seattle und zum Lincoln Memorial am ehesten, ich kann schon kein Deutsch mehr, durch dieses Franan Tor, Hantei. Oh Gott. A, New York, New York. B, Washington, Washington. Hey, müssen wir buzzern? Keine Ahnung, Ibus, hat er gesagt. Ich hab's doch gerade immer erklärt. Es war in meiner Rede, mein Gott, dann sei doch mal ein bisschen weltoffen und lern Sprachen. Genau. Ich hab doch gesagt, A, B, wenn bei mir in der Sendung A, B, C kommt, dann muss man anklicken und einloggen. Ja, warte mal, es gibt aber einen Unterschied, und zwar bei dir in der Sendung, ja? Aber dann haut hart, hier, hey, hä? Als ich euch das erklärt habe, habe ich viermal gesagt, Buß, Bass, Buß. Na, absolut. Ja. Das ist das elbische Wort für Wasser. Ich habe wirklich das Gefühl, ich werde wahnsinnig. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Drogen genommen habe. Könnt ihr zum Dopingtest bitte? Also nochmal, Hazel, warum ist es für dich, ey? Hör auf, Matthias, Seattle ist im Bundesstaat Washington und das Lincoln Memorial ist in der Stadt Washington D.C. und deswegen wäre Washington Washington die richtige Antwort. Hey. Und deswegen, meine Liebe, ist das richtig. Fantastisch. Nächste Frage. Der beliebte deutsche Ex-Moderator Joachim Winterscheid ist Fußballfan. Und Philosophie-Experte, na klar, um diesen Hobbys gerecht zu werden, nennt er seinen neugeborenen Sohn am ehesten wie? Also da kommen ja Antwortmöglichkeiten. Ich dachte gerade so, hä, wie soll ich diese Frage beantworten? A, Manuel Eduardo Franz Winterscheid. B, Knut Friedrich Uelzen Winterscheid.
C. Fritz Walter Benjamin. Ach. Oh, doch. Hä? Fritz Walter ist auf jeden Fall Fußballspieler. Gibt's also, noch, das ist ja gibt's, dein Kind. Gibt's du weißt noch ja, D? Wie du es nennst. Es gibt noch D. Sollte ich das noch abwarten? Aber gebuzzert hast du ja bei C. Ja, also ich würde sagen, Fritz Walter ist Philosophie-Experte. Das habe ich überlesen. Aber wieso ja, der Benjamin? Nee, aber, du hast nee, aber der Benjamin, weiß. Der Benjamin ist doch der Sohn, der nee, jüngste Sohn. Nee, 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 Walter Benjamin ist ein Philosoph und ah, ja, logisch, Walter ist Fußballer. Fritz Walter, Fußballspieler und Walter Benjamin ist ein Philosoph. Das ist korrekt. Danke. Richtig erklärt. Danke, Hazel, dass du es richtig erklärt hast. Nee, warte. Ja, ich habe dir keinen Punkt geschenkt. Du hattest ihn ja selber einfach schon. Ich bin Joko und ich vermache hiermit meine ganze Schokolade an Hazel Brugger, denn sie als Schweizerin hat mehr Ahnung von diesem Produkt, als ich es jemals haben werde. Hier kommt die nächste Frage. Würde unser Schlagzeuger Simon, der bekannterweise ausschließlich auf Schlagzeugbestandteilerisch sprechen kann, was für eine naheliegende auf den Situation. Intendanten des WDR treffen, könnte er ihn wie ansprechen? Wenn unser schlagzeugteilerisch sprechender Schlagzeuger auf den... Tom Buro? What? Du hast nicht mal deine Brille auf. Also, Flo, ganz kurz. Ich fange erst mal an mit A. Hi, Jack. B. Buzz Bill. C. Tom. Hast du noch versucht? Ich dachte vielleicht. Dann mach ich auch noch. Der Punkt geht an dich, lieber Florian. Aber eine lustige Kategorie, muss ich ja sagen. Ja, aber, cool, ne? Okay, aber das ist auch wirklich, also ich meine, ich habe eh schon das gehört, dass mein Gehirn komplett durchgenudelt ist bis hier. Und jetzt kommt das und ich bin wirklich komplett überfordert, weil ich verstehe gar nicht richtig, was ja, aber für das mich Problem der ist, du kannst kein Elbisch und da haben ja andere Vorteile. Ja. Ja, ich muss, ihr könnt beide Elbisch. Ja, ich habe mal Erasmus im Auenland gemacht. Oh Gott, Hazel, ich liebe dich ja, dafür, wirklich. Gott, ist das gut. Ich bin dann aber nach Hause geschickt worden, weil ich mir die Füße rasiert habe. Oh Gott. Leute, Scheiß. Ihr Lieben, die letzte Frage in dieser Kategorie lautet: Zu ihrem Geburtstag hat Petra unter anderem Brigitte Joy und Guido auf einen Cosmopolitan eingeladen. Mhm. Wer darf nicht kommen? A. Wendy. B. Volker. Ah. Volker darf nicht kommen, das sind alles Magazine und denn es gibt ein Magazin, das heißt Volker, aber JWD dürfte auch nicht kommen, gibt's auch nicht mehr. Aber es war ein sehr schönes Magazin. Vielen Dank. Na? Da waren wir drei auf dem Cover. Du warst die nackt. Richtige Antwort. Und ich war nackt. Du warst nackt, ja. Die richtige Antwort ist B, Volker. Ja. Das war, ihr Lieben, wer fragt denn sowas?